Deshalb sind alle Yogis früher und heute, die gehen aus der Gesellschaft raus, um eben an ihrer eigenen Energie zu arbeiten. Und ein Retreat, um sich an seine früheren Leben zu erinnern und um eben mehr Energie aufzubauen, müsste man auch oder sich mit sich letztendlich auseinanderzusetzen. Was hat man für Probleme? Warum sind die Probleme? Jeder Mensch stellt an sich auch bestimmte Fragen. Müsste man auch weggehen, in die Natur gehen, dass sich die Auras nicht kreuzen. Ansonsten beschäftigt man sich mit der Energie eines anderen Menschen oder mit der Energie der Gruppe.